Hallo liebe Geschwister, der liebe Bruder Thomas hat mich gebeten, dass ihr für ihn und seine Frau betet, dass die beiden zu Weihnachten wieder zusammenkommen. Die beiden sind im Moment getrennt. Bruder Thomas hat mich gebeten, ein Zeugnis von ihm vorzutragen, weil er im Moment davon keine Zeit hat, weil er so viel arbeiten muss. Sein größter Wunsch ist, dass die beiden an Weihnachten wieder zusammenkommen und gemeinsam das Weihnachtsfest zusammen feiern können. Das würde ich mir von ganzem Herzen mit meiner lieben Frau auch wünschen. Als ich das Zeugnis gelesen habe, meiner Frau, hat es uns sehr bewegt. Wir wünschen euch den Segen Gottes. Zeugnis von Thomas Oettinger. Ich bin als mittlerer Sohn von drei Kindern auf die Welt gekommen. Aufgewachsen im Nirgendwo. Schon als kleines Kind musste ich lernen, dass Hass, psychische Gewalt, körperliche Gewalt das war, was ich als selbstverständlich empfand. Das war für mich Liebe. Richtige Liebe kannte ich nicht. Wieso auch? Ich war ja ein geborener Unfall. Ich war nicht geplant. Und das habe ich sehr früh zu spüren bekommen. Wären damals meine Großeltern nicht gewesen, wäre ich vermutlich schon als 2-Jähriger am Hungertod gestorben. Meine Oma hat mir oft was zu essen abgegeben. Mein Vater hat mir das Geld lieber in die Kneipe gebracht. Und meine Mama musste an allen Fronten kämpfen. Als Kind musste ich dann auch schon früh anfangen, Tiere zu schlachten daheim, auch wenn ich das nie wollte. Als ich dann 5 Jahre alt war, wollte mein Vater mich erschießen, als wir Kaninchen geschlachtet haben. Er steckte mir das Gewehr in den Mund, machte die Ladebewegung und fragte mich, soll ich dich auch so erschießen, wie die Kaninchen? Dann bleibt dir sehr viel erspart in deinem Leben. Tja, das war mal Knick Number One. Ich wurde dann weggegeben zu einem Bauer, um zu arbeiten. Wenn ich dann fertig ausgebeutet war, wurde ich zum nächsten Bauern gesteckt. Ich hatte einen Bauer, ein Zimmer. Im Winter, wenn ich Haare gewaschen habe, sind meine Haare am Morgen fast gefroren gewesen. In der Schule wurde ich deshalb zum Querulanten, habe immer alles gemacht, nur nicht das, was ich sollte. Ich habe schon früh angefangen, mich zu wehren, weil ich ja die körperliche Gewalt satt hatte. Darum bin ich dann auch mal auf ältere Schüler los. Ich wurde in der Schule wegen meiner Art und meiner Wohnsituation oft gemobbt. Auf einmal lernte ich einen echt feinen Jungen kennen, der hatte Ähnliches erlebt. Wir sprachen oft darüber, was denn Liebe sein könnte. Das kannten wir ja nicht, wie denn auch. Wir haben uns zusammengetan und wurden ein richtiges Team, hatten Spaß, machten Müll und Streiche, wie es sich eigentlich für Kids gehörte. Mit etwa 10 Jahren wurde ich dann das erste Mal mit Alkohol konfrontiert und es gab am Morgen Kaffee und Schnaps. Weißt du, ein richtiger Mann, der hart arbeitet, der muss Alkohol trinken. Hat man mir immer beigebracht. Darum habe ich dann halt auch mit dem Trinken begonnen. Ein Nachbar hat dann plötzlich mal davon Wind bekommen, aber nichts dagegen unternommen. So ist mein Hass auf Menschen immer mehr gewachsen. Mein Tagesprogramm war folgendermaßen. 5 Uhr aufstehen, ab in den Stall, Kühe melken, ausmisten, dann ab in die Küche, Frühstück aufdecken, für alle, abwaschen, im Zimmer, noch kurz Hausaufgaben für die Schule machen,
Dann ab in die Schule. 4 Kilometer zu Fuß. Am Mittag nach Hause. Kochen helfen. Dann abwaschen. Danach wieder in die Schule. Wenn die Schule aus war, ab nach Hause. Umziehen und ab aufs Feld. Arbeiten. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, um es schön zu haben. Nach dem Feld, Nachtessen, abwaschen und wieder ab aufs Feld, Kartoffeln setzen, senieren, Balle machen, ernten und um 22 Uhr nach Hause. Ja, das war mein Kinderprogramm. Eines Tages stand die Behörde auf dem Hof. Komm, ab ins Kinderheim. Yes, Befreiung, habe ich mir gedacht. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, hey, das ist nicht das Kinderheim. Das ist Satans Hölle. So wurde ich Tag für Tag fertig gemacht. Gewalt ohne Ende. So habe ich angefangen, mich mit Satan zu beschäftigen. Hatte dort dann mal einen Typen kennengelernt, der war Satans Sohn. Er fragte mich, hey, Versager, verkauf Satan deine Seele mit deinem Blut. Mach nun Blutpakt, dann bist du frei. Also was macht Tom? Er nimmt das Messer, schneidet eine tiefe Wunde in die Finger und schreibt diesen Pakt mit dem Teufel. Nun war ich ein Kind Iblis, der Verfluchte. Bald einmal spürte und sah ich, dass ich ein Kind wurde von Bosun Dajek, dem Seelenfresser. Bosun ist der Anführer einer 36.000-köpfigen Legion. Gehe nicht weiter ins Detail. Meine Aufgabe war, Hass, Intrigen, Lügen und Schmerz zu verbreiten. Ich hatte mich dann immer mehr in das Diabolische versteckt. Es war mein Leben. Ich hatte, was ich wollte. Ein Leben, Ansehen, Sex, Drogen, Alkohol und das alles knapp 13 Jahre her. Ich eignete mir Sachen an, das können sich nur wenige vorstellen. Ich spezialisierte mich dann auf die zwischenmenschliche Ebene. Bosun Dajek, der Hirnfresser, hat mir alles beigebracht. Ich konnte das Gesinde sehen und spüren, auch heute noch. Also, ich hatte meine Berufung gefunden. Menschen zu manipulieren, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, hey, das reicht nicht. Das kann es doch nicht gewesen sein. Also begann ich als Teenager Okkultismus und Schamanismus zu kombinieren. Ich machte Versuche, Tests und konnte dann wirklich mit Toten kommunizieren. Das können ein paar Menschen bestätigen. Mit der Zeit wurde mir das Ausmaß durch die Kraft Satans bewusst, bis ich dann zu einem katholischen Stieforgel kam. Der begann dann sowas ähnliches wie Exorzismus, sagen wir es so. Er versuchte es. Er hat dann auch begonnen, mich sexuell zu missbrauchen. Ich war auch bei der Polizei, aber wer glaubt einem 14-Jährigen, der so lebte wie ich? Man glaubte eher ein Gottesmann. Das dauerte dann 2 Jahre, bis ich begann, die große Waffe auszupacken. Flüche und Worte haben Macht. Ja, ich habe ihn verflucht. Ich bin bis in sein Hirn vorgedrungen. Ich habe mit diesem Mann Rituale durchgeführt. Er sollte nicht sofort sterben. Ich wollte, dass er in der Hölle schmorte. Ich habe ihn so lange behandelt, bis er eines Tages an mehreren Krankheiten gestorben ist. So, nun hatte ich meine Ruhe und meine Seelenbefriedigung. Ich wusste, dass ich in der Lage war zu töten. Nun, mein Vater hat mich dann wieder zu sich genommen. Irgendwie hatte er Mitleid mit mir. So habe ich dann eine Lehre begonnen, 3 Jahre lang bei der Bahn. So wurde es ein wenig ruhiger um mich, bis dann, als ich nach der Lehre einen Snackautomaten plünderte.
brauchte ja Geld, um meiner Stiefmama was zum Geburtstag zu kaufen. Nach der Lehre begann ich dann noch eine zweite Ausbildung als Straßenbauer. Bis zum Zeitpunkt, als ich einbezogen wurde für die Armee, auch da brauchte ich natürlich wieder Bestätigung und habe alles gegeben. So wurde ich dann zu einem Territorial Granadieren rekrutiert. Swiss Elite Force. Da hatte ich Umgang mit Waffen gelernt. Unter anderem das Schießen mit Hochpräzisionswaffen, Sprengstoff, lautlos töten und, und. Nach 4 Monaten war die Grundausbildung zu Ende. Und unser Motto war: Wir sind kein Mensch, wir sind ein Tier. Nach der Armee war ich dann auf Jobsuche, habe nur gearbeitet, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Das war Kokain, Nikotin, Marihuana, Alkohol und ein geiles Leben. Sex war an der Tagesordnung. Jedes Weekend 200% Vollgas, Partys und natürlich immer wieder Schlägereien. Kirchenkasten plündern, Homosexuelle ausnehmen, Menschen überfallen am Bankautomaten und, und. Erwischt hatte man mich zum Glück nie. Nach 13 Jahren hatte ich dann plötzlich meinen Bruder wieder mal getroffen und meine Großeltern. War das ein komisches Gefühl. Niemand wusste zum Glück zu diesem Zeitpunkt, was für eine Schande ich war. Niemand wusste, dass ich eine wandelnde Zeitbombe bin, die kurz vor der Explosion stand. Wollte ja niemanden beunruhigen mit meinem Leben. So habe ich wieder angefangen, Sachen zu erzählen, die nie im Leben stimmen konnten. Ich stellte mich über alles und alle. Ich wollte der King sein. Da begegnete ich einer Frau, die war fast so wunderschön wie du. Hi, Tom. Dieses Mädchen musste dir krallen, also begann ich mich wie ein Gockel aufzuplustern, erzählte über meine Armeeausbildung, erzählte, was für ein toller Typ ich bin, wie viel ich verdiene, wie gut ich als Mann bin. Bumm, so hatte ich sie. Wir wurden ein Paar, sie aus reichem Hause, ihre Eltern hatten 3 Hotels, sie 4 Pferde. Dickes Auto und ich hatte meinen Gott Satan. So habe ich dann angefangen, Märchen zu erzählen, damit ich zur Welt komme, bis ihre Eltern es gemerkt haben. Eines Tages flog ich dann im hohen Bogen aus dem Haus. Egal, hatte ja noch andere Mädchen am Start. Und die ganze Sache ging dann immer so weiter. Tom, so kann es nicht weitergehen. Also versuchte ich, mein Leben in den Griff zu bekommen. Hatte mir dann wirklich ein paar Jahre Mühe gegeben. Alles schien gut zu kommen. Dann traf ich diese Frau. Das kann nur ein Engel sein, dachte ich. Ich weiß noch ihren Namen. Golnusch. Eine Iranerin. Da hat's mich gepackt. Sie erzählte mir über ihre Flucht aus dem Iran als Kind. Wie sie daheim auch unten durch musste, wegen ihrer Brüdern und ihren Eltern. Hey, ich hatte mein Gegenstück gefunden, dachte ich zumindest, bis eines Tages die Ausfahndungsbehörde gekommen ist und ihnen mitgeteilt hatten, dass sie wieder zurück in den Iran müssten. Hey, ich hatte gekämpft für diese Frau. Ich wollte, dass sie und ihre Eltern hier bleiben. In der sicheren Schweiz. Und eines Abends stand dann plötzlich die Polizei vor meiner Tür. Und ich dachte schon, die kommen, um mich zu holen, weil ich ja mit Mariana dealte. Der eine fragte nur, ob ich eine Golnusch kenne. Natürlich habe ich das voller Stolz bejaht. Der Polizist gab mir einen Brief, von Hand geschrieben, und sagte nur: Es tut uns leid. Da wusste ich sofort, dass etwas Schreckliches passiert war. Bis heute weiß ich noch, was in diesem Brief stand. Lieber Thomas, du warst für mich ein Mann,
mit dem ich mein Leben teilen wollte. Familie aufbauen, alt werden. Du hast ein Herz, so warm wie ein Lavafeld. Augen wie ein Engel. Thomas, du bist für mich die Liebe meines Lebens gewesen. Es tut mir leid für meinen Entschluss. Ich will nicht mehr in den Iran zurück. Du bist meine Familie. Lebe wohl. In größter Liebe. Gönnisch. Als ich den Brief bekommen habe, war sie bereits tot. Sie hatte sich zu Hause in ihrem Zimmer erhängt. Nach dem Tod musste es ja weitergehen. Ich habe mich für einen kurzen Moment fallen gelassen, raffte mich aber dann wieder auf zu einem Lebensneustart. Ich zog nach Thun an den See. Wunderschön war es da. Ich musste mir auch in Thun einen Namen machen. Und wie macht man das am besten? Ich machte das, was ich in der vorherigen Stadt schon gut konnte. Ich spreite Graffitis, also machte ich mir einen Namen in einer fremden Stadt, in der Szene verfeindet. Ich spreite immer mit den alten Tag unserer Gang, die BCB, Wiener City Bombers. Das gefiel einigen von den TTC, Zana Titanic Crew nicht. So passten sie mich eines Tages ab, brachen mir die Finger, Unterkiefer und anderes. Nach etwa 2 Monaten der Genesung stellte ich mich den Jungs gegenüber und sagte nur: Jungs, wir sind alles Künstler. Ich habe einen Plan. Alle lachten nur, bis auf einen. Der stellte sich dann auf meine Seite. Ich erzählte ihm meine Idee und wir begannen, es offiziell zu rocken. Wir wurden ein Teil des neu eröffneten Künstlerforums der Firma Parasini Zigaretten. Wir waren die ersten Jungs weltweit, wo die erste Zigarettenpackung designt hat, mit Graffitis drauf. Nach etwa 3 Jahren on Tour haben wir dann aufgegeben. Wir wurden älter und ruhiger. Unser Name Groß und Sean Production besteht bis heute. Dann begann ich wieder normal zu arbeiten. Machte ab und zu noch ein paar Speieraufträge für Firmen. 1986 waren wir im Guinness Buch der Rekorde. Mein Leben schien einen normalen Lauf zu nehmen. Zwar jedes Weekend im Ausgang, aber musste ja so sein. Nach einigen gescheiterten Partnerschaften lernte ich wieder mal eine Frau kennen, durch meine Halbschwester. Wir stiegen zusammen ins Bett, wollten eine Familie aufbauen. Sie wurde schwanger, hat mich dann aber noch in der Schwangerschaft verlassen. Sie ist zurück zu ihrem Ex und ich stand wieder allein da. Als mein Sohn Aaron auf die Welt gekommen ist, war ich super happy. Ich fuhr ins Krankenhaus und hielt voller Stolz meinen Sohn in meinen Armen. Aber meine Ex wollte nicht, dass ich Kontakt zu meinem Sohn aufbauen durfte. So lebte ich ohne mein Kind, ohne Kontakt. Das Leben ging weiter. Ich ging meinem gewöhnlichen Trieb nach. Irgendwann wollte ich mein Leben ändern. Aber das ging ja nicht. Satan hatte ja meine Seele. So ging ich ein paar Jahre später wegen einer Frau nach Zürich. Da war ich Vorarbeiter im Tiefbau. Als ich dann auf der Baustelle etwa 6 Meter tief graben musste, kam ein Mauerwerk zum Vorschein. Wow, habe ich mir gedacht, das muss was Krasses sein. Da ich mich schon immer für Geschichte interessierte, wusste ich schon bald, dass es sich um ein Gebäude handeln muss aus dem 17. Jahrhundert. Ich rief die Stadtarchäologie an und sagte, dass ich da was gefunden hätte. Da kam ein Archäologe vorbei. Der Patrick, mein späterer Mentor, er sagte nur, hey, du hast ein gutes Auge. Er hat die Mauerreste eingemessen, fotografiert und gezeichnet. Ich sagte nur zu ihm,
Wenn ich heute zurück könnte, würde ich in der Archäologie arbeiten. Er sagte nur, dann komm. Er gab mir ein paar Adressen. Ich machte ein paar Blindbewerbungen, ohne Hoffnung zu haben. Etwa 3 Monate später bekam ich eine Mail, dass sie mich im Nachbarkanton begrüßen würden. Das war der große Sprung für mich. Mein Hobby wird zu meinem Beruf. Auf der ersten Grabung war ein wissenschaftlicher Leiter, der Dr. Nils Gleicher. Er sah schon sehr schnell, dass ich in der Archäologie was Spezielles war. So machte ich schon bald nach ein paar Tagen den ersten Sensationsfund. Ein keltisches Urnengrab mit Beigaben. Sowas hat man weltweit nur ein paar Mal gefunden. Ich machte einen sehr guten Job, sodass ich bald nach Zürich zurück konnte. Meine damalige Partnerin und ich wollten dann eine Familie aufbauen. Sie Geschäftsführerin und ich im Dreckwühlen nach Sensationen. Sie wurde schwanger und ich war happy. Ein Kind, so wunderschön. Ich hatte das Gefühl, das könnte was werden für immer. Aber nein, wieso sollte ich auch glücklich werden? Ich kannte das nie. Unsere Tochter war eine Totgeburt. Tja, so nahm der Weg meines Lebens seinen Lauf. Ich begann immer mehr zu trinken, kiffte wieder ab und zu wieder mal eine Nase voll Koks. Ich arbeite nach wie vor in der Archäologie, getrennt von meiner Partnerin, Single. Ich machte eine Sensation um die andere. Zeitungen und TV-Stationen begannen sich zu interessieren für mich. Ich machte nur meinen Job, bis ich dann für eine Weltsensation sorgte. Ich fand in 6 Meter Tiefe eine Haustür, datiert auf 3880 vor Christus. Eine Türe aus einer Pfahlbausiedlung. Nach der Grabung zog es mich wieder zurück nach Bern. Dort hatte ich dann die zukünftige Mama von meinem zweiten Sohn Ina kennengelernt. Zuerst war es nur Spaß im Bett. Nach 4 Monaten ohne Kontakt haben wir uns dann nochmals die Chance gegeben für eine Beziehung. Wir waren ein gutes Team, hatten einen Verein zusammen und ich pendelte dann jeden Tag nach Zürich auf Arbeit in der Archäologie. Eines Tages bin ich nach Hause gekommen. Fabienne hatte mein Lieblingsgericht gekocht. Nach dem Essen saßen wir auf der Couch und ich fragte sie nur, hey, was denkst du über ein Kind? Zusammen eine Familie aufbauen. Wäre das okay? Entschuldigung, wäre noch was. Okay, falscher Zeitpunkt. Falsche Fragen. Vor mir war sie mit einem Mann verheiratet. Sie legte mir Arztberichte vor, wo drauf stand, sie und ihr Ex-Mann seien beide unfruchtbar. Ich war geschockt. Was sollte ich machen? Ich hatte noch Kinderwunsch. Sie konnte keine Kinder kriegen. Das waren meine Gedanken. Nachts hörte ich sie im Bett immer wieder mal weinen, weil sie so gerne Mama werden wollte. Eines Nachts war sie weinend eingeschlafen, weil sie Angst hatte, dass ich sie wegen der Unfruchtbarkeit verlassen würde. Da habe ich das erste Mal überhaupt mit Gott gesprochen. Ich habe Gott reingereicht, fertig gemacht und ins Lächerliche gezogen, ihn verspottet. Ich weiß noch ganz genau, was ich zu ihm sagte. Hey, du, ach so großer Gott, was musst du für ein Weicher sein, du? Du willst Gott der Liebe sein? Ein Scheiß bist du. Du siehst ganz genau, dass meine Partnerin sich ein Kind wünscht, dass sie aus tiefstem Herzen Mama werden möchte. Hey, Supergott, wo bist du denn? Hallo, ich spreche mit dir. Hi, wo sind denn jetzt deine Wunder? So wie alle Superchristen immer erzählen, dass ja angeblich Wunder geschehen ist, dass es Christen aus den Socken haut.
Wenn irgend so ein Typ auf der Bühne spricht, na, wo sind denn deine jetzt die Wunder? Die Bibel muss ein einziges Lügenhäkchen sein, geschrieben von Fanatikern auf Drogen. Hey Kollege, wenn es dich gibt, ja dann zeig doch mal, wie groß deine Wunder sein sollen. Zwei, drei oder vier, wenn nicht fünf oder sechs Nächte lang, hatte ich Gott so verspottet. Ja, Gott der Liebe und seine Wunder, der Superheiler, der Wunder geschehen lässt. Wir hatten uns damit abgefunden, dass sie nie Mama werden kann. Beachtung hatte ich Gott nicht mehr geschenkt. Darin sah ich keinen Sinn. Eines Tages kam ich nach Hause, wollte mich wie gewohnt 30 Minuten ins Bett legen und einfach ausspannen. So auch an diesem Donnerstag. Ich zog mich aus, legte die Shorts an und legte mich ins Bett. Aber irgendwas war unter dem Kissen, das nicht dorthin gehört. Ich zog eine längliche Schachtel raus mit der Aufschrift Swatch Watch. Wow, so cool, eine Uhr, dachte ich mir. Ich machte die Schachtel auf. Was sah ich? Einen positiven Schwangerschaftstest. Ich war stinksauer, stand auf und ging in die Küche und sagte zu Fabi, hey cool, wer ist schwanger? Sie meinte nur wir. Ich antwortete, ja, genau wir. Wer es glaubt, wird selig. Und sie sagte nur, hey, ich bin schwanger. Und ich voll durch den Wind geschossen. Was? Glaub ich nicht. Ich packte meine Jacke, ging aus der Tür raus zum nächsten Automaten und kaufte 10 Schwangerschaftstests. Dann ging ich nach Hause und packte Fabienne, die schon im Bett war, und ließ sie alle 10 Tests machen. Da hatte ich nun 10-mal die Bestätigung. Positiv. Ein Wunder. Das Kind wuchs im Mutterleib heran, aber ich dachte nicht daran, Gott zu danken. Für was auch, dachte ich. Ich bin ja kein Christ. Dann war es soweit. Unser Sohnemann Ena erblickte das Licht der Welt. Wir waren beide super happy. Aber ich gehörte noch immer Satan. 5 Monate nach der Geburt stand ich plötzlich vor verschlossener Türe. Mein Hab und Gut in 2 Taschen gepackt. Sie sagte nur, sorry, ich habe mich in deinen Kumpel verliebt und werden nach München ziehen. Boom. Da zog es mir total den Boden unter den Füßen weg. Wo wollte ich hin? Was wollte ich machen? Ich versuchte zu kämpfen, aber nichts hat geholfen. So landete ich schließlich im Obdachlosenheim. Job verloren, Wohnung verloren, Familie verloren. Also einmal Hölle einfach bitte. Im Obdachlosenheim lernte ich einen Typen kennen, einen Bodybuilder, der dort arbeitete. Er fragte mich, hi Tom, kennst du Gott? Und ich sagte nur, was? Dieser Feigling, dieser Nichtsnutz, der alles in meinem Leben kaputt gemacht hat, er lud mich in den Gottesdienst ein. Ich hatte ja nichts zu verlieren. So ging ich mit in der Church angekommen, spürte ich extrem, wie das Gesinde, die Dämonen und Satan im Kampf sind. Ich habe schnell gesehen, wie die Christen untereinander waren. Da dachte ich mir, die Christen sind dumm. Die helfen Menschen in Not. Ich mach auch einen auf Christ. So zog ich mein Ding durch. Alle sagten Amen. Ich streckte die Arme hoch und schrie Amen. Doch eines Tages merkte ich, dass ich das Spiel nicht mehr mit meinem Ich vereinbaren konnte. So begann ich in der Bibel zu lesen. Ich habe zuerst im ersten Buch Mose angefangen. Da habe ich nur Namen und Zahlen gesehen. Das konnte nicht alles sein. So machte ich die Bibel zu,
blätterte mit den Fingern auf den Seiten herum und öffnete hier. Damit habe ich dann begonnen. Als ich bei hier mal ein paar Zeilen gelesen hatte, da wurde es mir echt anders. Diese Geschichte erinnerte mich an meine eigene. So habe ich beschlossen, was zu ändern, denn ich konnte nicht mehr Kost spielen. Ich wollte es leben. Dann zog ich auf Umwegen in eine christliche Wohngemeinschaft. Bedingung war, dass ich beim Hausumbau helfe. Ich machte das Leben gerne, denn ich hatte ja jetzt wieder ein Ziel vor Augen. Als ich am Abend die ersten Bewohner nach Hause gekommen sind, wurden ihre Augen größer, weil sich so viel verändert hatte. Es war fast wie eine Nacht- und Nebelaktion. Damit ich schnellstmöglich aus dem Obdachlosenheim kam, die Begegnung mit diesen mir unbekannten Christen war so lebend, herzerwärmend und niemand hatte Vorurteile. Das kam mir sehr schräg vor, weil ich das nicht kannte. Totales Neuland. Aber es war so schön. Ein paar Wochen später, nachdem ich mich eingelebt hatte, bekam ich auch schon die ersten Aufgaben. Wir waren ja alle ein Team und jeder half mit im Haushalt, so auch ich. Ich kochte leidenschaftlich gerne, so übernahm ich zweimal in der Woche das Kochen. Jeden Mittwoch war mit dem Haus zwei ein Gemeinschaftsabend. Dann wurden diskutiert über Projekte, es wurde gesungen, gegessen und gemeinsam gebeten. Ich fühlte mich sehr wohl. Sehr, sehr wohl. Ich besuchte jeden Sonntag den Gudi. Freitag morgens um 5 Uhr war dann immer Männerfrühgebet. Ich wusste nicht, was es war, aber irgendwas löste es in mir aus. All diese Diskussionen, die Gebete, das hat mich innerlich sehr berührt. Ich half aktiv in der Gemeinde mit, machte Kidslager, organisierte Führungen in Kirchen oder machte einen Kinoabend im Gemeindesaal. Mein Leben hatte einen anderen Sinn bekommen. Nach 2 Jahren, dann beschloss ich, da mich taufen zu lassen. Ich gebe es zu. Ich hatte Angst. Was kommt auf mich zu? Was bewegt die Taufe? Löst es etwas aus? Verändere ich mich durch die Taufe? Fragen über Fragen, die mir Sorgen machten. Der Tag rückte näher. Ich wurde immer nervöser. Dann kam ich an die Reihe. So stieg ich in das speziell hergerichtete Taufbecken. War ja schließlich November und sehr kalt. Ich mag mich noch gut erinnern, wie der Pastor redete über altes Leben, dass man bei der Taufe das alte Leben verliert und ein neues Leben beginnt. Also tauchten sie mich ab unter Wasser. Dann ging es ab. Ich sah nur helles Licht, das immer heller zu scheinen begann. Es leuchtete so extrem. Ich sah, wie das alte Leben an mir vorbeirauschte. Ich sah jede Situation, vom Baby bis zum Erwachsenen im Taufbecken. Das Licht war so wunderschön. Ich wollte gar nicht mehr aus dem Becken. Ich wollte einfach nur dieses Licht sehen unter Wasser. Diese Wärme spüren, die wie Liebe war. Wow, war das extrem. Als ich dann auftauchte, da habe ich einfach nur gestrahlt vor Stolz und Freude. Ich glaube, in diesem Moment konnte mein Strahl im Gesicht jedes Atomkraftwerk überbieten. Ich stieg aus dem Becken, Knochen wie Gummi. Alles schien so schön wie ein Traum. War ich im Himmel? Ich schwebte über dem Boden in meinem Zimmer, zog mich um und dann aßen wir mit der ganzen Gemeinde gemeinsam. An diesem Tag spürte ich eine so extreme Erleichterung in mir. Ich wusste, Gott hat etwas in mir bewegt. Das Böse ist vorerst mal weg. Mit der Zeit begann ich dann auch wieder eine Arbeit. Ich lebte als ganz normaler Mensch, begann für andere Menschen zu beten,
sogar von meiner Ex-Partnerin, die nach München gezogen war. Ich habe angefangen, Menschen zu vergeben, die Böses von mir wollten. Ich hatte einfach plötzlich das Gefühl, ich muss raus und die Welt retten. Ich bin gewachsen im Glauben, habe mich bemüht, ein guter Mensch zu werden. Es gelang mir eigentlich ganz gut. Das erste Mal spürte ich, wie wichtig eine Gemeinschaft ist. Ich fuhr alle 2 Wochen nach München, übernachtete mit meinem Sohn immer im Hotel. Das mache ich jetzt 5 Jahre und habe in diesen 5 Jahren über 107.000 Bahnkilometern gemacht. Gott lebte in mir. Ich fiel immer wieder auf den Boden, stand aber immer wieder auf. Aber auch trotz dem, was Satan zerstört hat, wachse ich weiter. Und ich weiß genau, es kann alles heilen. Meine Angst, meine Eifersucht, mein Misstrauen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe weiter und ich werde zum Licht. Ich habe jetzt auch meine Berufung gefunden, was Gott von mir will. Ich bete heute intensiver für Menschen, die noch nicht im Licht stehen. Ich verstehe Gottes Plan nicht, aber er wird gut. Das soll eine Ermutigung sein und euch dazu bewegen, immer Gottes Nähe zu suchen, auch wenn ihr versucht seid, aufzugeben. Ihr seid nicht allein. Gott liebt genau dich. Amen. Gewidmet an meine beiden Söhne, Ena und Aaron.